diese Oberschenkel, immer wieder diese Oberschenkel. Zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in Igls muss sich Francesco Friedrich in Geduld üben. Ein neuerlicher Muskelfaserriss setzt den amtierenden Zweierbob-Weltmeister außer Gefecht. So wie schon vor dem Saisonstart. Es ist eigentlich genau dasselbe wie im Sommer, bloß auf der rechten Seite im Adduktor, also im inneren Bereich des Oberschenkels. Das ist so ein bisschen anscheinend meine Schwachstelle. Wenn ich einen Muskelfaserriss hatte, dann immer da. Und jetzt wieder, aber auf der rechten Seite, im Sommer war es links, im Sommer war es ein ganzes Stück größer wie jetzt. Und deswegen sehen wir sehr optimistisch in Richtung WM und hoffen, dass es eine Punktlandung zum Samstag früh 9.30 Uhr zum Zweierbob wird. Schafft es Francesco Friedrich, pünktlich zur WM fit zu sein, dann ist es auch sein Verdienst. Osteopath Stefan Haustein arbeitet täglich mit dem Weltmeister zusammen. Der Genesungsprozess geht zügig vonstatten. Bereits am kommenden Wochenende will Francesco Friedrich wieder im Weltcup starten. Sitzend, ohne den Oberschenkel zu belasten. Schließlich geht es um eine gute Ausgangsposition für die WM. Es ist sehr wichtig, wirklich in Richtung WM gut platziert zu sein, weil es darum geht, wer die meisten Punkte hat im Gesamtklassement, darf sich als erster die Startnummer wählen. Und natürlich, je eher man startet, desto besser ist die Bahn, desto weniger Bobs sind drüber gefahren, desto weniger Bobs haben das Eis zerstört, die erste Oberfläche, die schnelle Oberfläche. Und desto schneller oder desto besser kann die Endzeit sein. In Innsbruck Igls möchte Francesco Friedrich seinen Titel verteidigen. Zweierbob-Weltmeister werden, zum insgesamt dritten Mal. Bis auf Martin Grothkopp sind alle Anschieber bei bester Fitness. Es könnte also etwas werden mit der Punktlandung zur WM. Auf einer Bahn, die dem amtierenden Weltmeister liegt. Es ist eine Bahn, die viel im Start entscheidend ist, die mir von der Bahneigenschaft relativ gut liegt, weil man oben, es kommt halt meinem Fahrstil sehr nah. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Winterberg, sogar oben mit noch mehr, ein bisschen mehr arbeiten, wo man eigentlich sagt, es ist eine Autobahn, aber man muss halt trotzdem in dem langsamen Bahnbereich oben viel arbeiten und kann so viel Weg gegenüber dem anderen machen und deswegen liegt mir die Bahn auch ganz gut und ich denke, die Chancen stehen, wenn wir halbwegs fit an den Start gehen können, ganz gut, dass wir dort ja, eine tolle Platzierung wieder rausfahren können. Francesco Friedrich fiebert der WM entgegen. In Igls möchte er den Titel im Zweierbob verteidigen. Unterstützt wird er dabei von fast 100 Fans, die sich für die Mission Titelverteidigung aus Pirna auf dem Weg nach Österreich machen.